Das ist unser Hexekessel. Kein einziger Kampftag hier in dieser Saison. Gefüllt mit Zuschauern. 350 passen hier rein, zahlen Eintritt. Und dann kommen unsere Gladiatoren, unsere Ringe durch die Eingangstür rein. 108 Jahre Tradition. Jeder bekommt Gänsehaut. Die Süddeutsche fragt unverhohlen, wer kennt diesen Mann? Weil der Kunde keine Corona-Maske tragen möchte, kommt es an der Kasse zum Konflikt. Von dieser Person hier werde ich genötigt, eine Maske zu tragen und das Haus zu verlassen. Diskriminierung, Nötigung. Bernhard Pörksen nennt solche Kundschaft Laienpaparazzi. Jeder kann, potenziell zumindest, zu einem Opfer von Skandalisierungsversuchen werden. Reißt euch am Riemen und nicht die Maske vom Kopf. Eine gute Bühne dieser Impfszenierung, ein Impfzentrum oder zwei oder noch mehr. Die Abstimmung der Materialien, die Passform, die Verarbeitung, Perfektionismus. Den lässt ihr Schöpfer Günther Derwaritsch immer walten. Eben auch beim Umsetzen der Datenschutzgrundverordnung. Sprich, wir haben dann hier in unserem Hauptvorgang. Die Mappenwirtschaft zu erklären dauert gut 2 Minuten. Sein Urteil? Mir Pfälzer sind sehr leger, also sehr beschissen. Apropos Schönheit, WM 2006, 2010. Wir trauten ihr Schönheitspreise zu, aber keinen Titel. Du hast dann mit deinem Schwarzwälder stimmlosen S um unsere Unterstützung geworben und Hautcreme beworben. Ihr seid die Kraft, die uns antreibt. Joachim, Hautcreme und körperbetonter Sport? War das dein Ernst? Alles kompliziert. Einfacher? Herbstferien in deutschen Nicht-Risikogebieten. Am Rhein ist's ja auch ganz schön. Bitte schneiden, bitte schneiden.